Alola und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eklatome zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Wir befinden uns hier auf Route 4. Ja, das ist die Route 4 auf dem Weg nach Ohana. Ja, dort in der Nähe von Ohana erwartet uns die nächste Inselprüfung. Und vielleicht werden wir uns heute sogar ein neues Pokémon-Teammitglied im Hohen Gras fangen. Ja. Wir haben ja nur noch drei. Das vierte Teammitglied haben wir rausgeworfen im letzten Part. So, weiter geht's. Durchs hohe Gras. Ja, da kommt schon wieder ein Pokémon-Kampf. Ein Jochleff. Okay. Den Pokémon bist du noch nicht begegnet. Den Pokémon Y schon irgendwie. Ja, ich glaube, ja. Es wird doch zu Bisbark später. Und zu Terribark. Nicht fliehen. Nein, ich kann nicht fliehen. Ach du Schande. Cooler Augen. Also nein, ich werde mir keinen Jonklef besorgen. Nein, nicht nötig. Jetzt lass mich doch mal fliehen. Meine Fresse. Lass mich fliehen. Flucht gescheitert. Was will der denn hier von mir? Na komm. Danke. So, kann es weitergehen. Oh, ein Item. Superball. Und voran. Ja, okay, durch so grasen wir durch. Wo entlang? Rechts oder links? Such's mal links. Sieht doch ganz gut aus. Ja, das sieht tatsächlich gut aus. Da könnte es unter Umständen weitergehen. So, du willst gegen uns kämpfen? Bestimmt, oder? Nicht? Dann halt nicht. Oh, wo sind wir denn hier angekommen? Ein Dorf. Ein Dorf voller Pikachus. Nice. Pikachu. Oh, ein Pikachu-Wohnwagen. Pikachu-Tal. Nice. Haben wir uns hin verirrt. Cool. Da kommt eins. Pikapiki. Die Pikachu und ich heißen dich im Pikachu-Tal herzlich willkommen. Hier, ein Geschenk als Andenken an deinen ersten Besuch. Natürlich im Pikachu-Design. Du kannst nun das Deko-Element Pikachu benutzen. Damit kannst du deine Fotos im Bilderalbum das Flair des Pikachu-Tals verpassen. Cool. Cool, 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 cool. Na, Pika, was gibt's? Pikachu, starrt dich an. Was möchtest du tun? Ah, wieder dieses Spiel. Dann drehe ich mich doch glatt mal nach rechts. Hui. Ach ja, ihr seht schon. Ich habe einen schwarzen Rock an. Das habe ich nochmal ausgebessert offscreen. Ich fand den blau-violetten Block nicht so wirklich schön. Okay, es nähert sich. Machen wir mal das Kuckuck-Spiel. Wo ist die Zwergfee? Hier ist die Zwergfee. Den Sticker freut's. Zurück zum Ausgangspunkt. Heißt was? Heißt das? Okay. Verabschieden. Okay, das bringt wohl irgendwie Freundschaft mit denen oder was? Pikachus sind ja irgendwie die bekanntesten Pokémon. Das ist ja irgendwie Pikachu. Kennt jeder. Das ist einfach, ja. Du gehst auf die Straße und sagst jemandem Pokémon. Er sagt dir Pikachu. Das ist einfach das Symbolbild für Pokémon. Pikachu. Ja, Pikachu. BK. Ich mag Pikachus. Das ist doch süß. Kann ich mir eins holen oder was? Willst du in mein Team kommen? Kann ich mir eins davon mitnehmen? Ich hätte gerne eins. Das Gogo-Spiel machen.
Na komm, komm in mein Team, Pikachu. Ich will dich haben. Ja, ich kann hier nicht mit allen spielen, mit allen Pikachus. Und ihr könnt nicht mal sprechen. Willst du dich am Pikachu-Quiz versuchen und herausfinden, ob du ein Pikachu-Expertin bist? Na klar doch. Ich stelle dir insgesamt 5 Fragen, gib das Beste und beantworte sie alle richtig. Und nun kommen wir ohne weitere Umschweife zu Frage Nummer 1. An welchem Körperteil erkennt man Pikachu, ob es um ein weibliches oder männliches Exemplar handelt? Ohren, Schweif, Beine, Augen. Wird ja vermuten Schweif, aber das passt bestimmt nicht. Und die Ohren sind es, glaube ich, nicht, nein. Die sind immer gleich. Oder Schweif. Ja, ich glaube, das war der Schweif. Frage Nummer 2. Wie nennt man den Teil von Pikachus Wangen, in dem es Elektrizität speichert? Dufttaschen, Futtertaschen, Backentaschen, Aschetaschen. Backentaschen, würde ich sagen. Ist doch ein Maus-Pokémon, oder? Frage Nummer 3. Was wird benötigt, um ein Pikachu in ein Raichu zu entwickeln? Ein Donnerstein. Frage Nummer 4. Wie unterscheidet sich ein schillerndes Pikachu von einem herkömmlichen Exemplar? Herkömmlichen. Seine Farbe ist dunkler, seine Farbe ist heller. Es ist durchsichtig, es ist weiß. Ich habe leider noch nie ein schillerndes Pikachu gesehen. Ich würde mal vermuten, es ist dunkler. Macht Sinn. Kommen wir nun zur letzten Quizfrage. Pikachus Vorstufe in der Entwicklungsreihe ist ja bekanntlich Pichu. Aber was ist der Name von Professor und was ist der Name von Pichus Entdecker? Professor Eich, Professor Lind, Professor Platan, Professor Kukui. Naja, das ist ja relativ leicht. Professor Kukui stammt aus Pokémon Sonne, 7. Generation. Professor Platan, Pokémon Y, das ist meines Wissens nach die 6. Generation. Professor Lind ist aus Pokémon Gold und Silber, beziehungsweise Hard Gold und Soul Silver. Also ja, in der ersten Generation Pokémon Gelb kriegst ein Pikachu als Team Starter Pokémon und der Trainer dort ist Professor Eich. So schwer ist es gar nicht. So, damit wäre das Quiz auch schon beendet. Kommen wir nun zur Ergebnisverkündigung. Die Spannung steigt. Trommelwirbel, von 5 Fragen hast du 4 korrekt beantwortet. Oha. Welche Fragen habe ich einem falsch beantwortet? Hut ab, du bist eine richtige Pikachu-Expertin. Versuch dich ruhig wieder mal am Pikachu-Quiz. Ich würde gern wissen, welche Frage ich falsch beantwortet habe, aber ja, was soll's. Werde ich wohl nicht erfahren. Und das ist ein Donnerstein, oder was? Nein, ein Magnet. In der Einzelstasche verstaut. Okay, gehen wir mal in den Pikachu-Wagen. Oha! Ein Pikachu beschützt es. Okay. Kriegen wir jetzt immer die Animation, wenn wir in den Wagen rein wollen? Oder was? Scheinbar ja. Wie viele Pikachus sind denn da drin? Wie viele Pikachus sind in diesem Wohnwagen? Was zum Geier? Ja. Da können wir wohl vorerst nicht rein. Also können wir darüber zu den anderen Pikachus. Pikachu ist ja eines der Maskottchen quasi von Nintendo, mit denen Nintendo auch Werbung macht. Und das eine ist Mario. Das sieht man so öfters mal auf Plakaten von Nintendo. Und der zweite wäre dann Pikachu. So Pokémon. Gibt bestimmt auch noch ein paar andere. Ich könnte mir vorstellen, dass Sonic auch noch irgendwie eine Rolle spielt. Ja, aber eher weniger. Also Mario und ja, dann Pikachu als Symbol. Das sieht man halt wirklich immer in den Werbeanzeigen auch oder halt auf Plakaten oder sowas. Ist halt das Erkennungszeichen von Nintendo. So. Warte nur. Und ein Herzchen. Was ist, magst du mich schon? Ich möchte spielen. Och, kuschelt. Nähert sich dir. Streicheln. Braves Pikachu. Och, das mag mich schon. Das mag mich schon, das finde ich. Das hat mich lieb gewonnen.
anschauen. Oh, wie süß. Süß. Komm zu mir. Das ist richtig zutraulich, das Pikachu. Herzchen. Nach links drehen. Freuen wir uns mal an mit dem kleinen Fratz hier. Nach rechts drehen. Hui, und es macht mit. Wie schön. Guck-Guck-Spiel. Da ist das Zwergi. Ist das so wie in Sims, dass man halt hier sich irgendwie anfreunden kann und je mehr man dem macht, desto besser befreundet wird man hier? Könnte ich mir vorstellen. Guck-Guck-Spiel. Wo ist das Pika? Da ist das Pika. Hui. Wo ist das Pika? Da ist das Pika. Nice. Ich muss mich wieder verabschieden. Pika freut sich. Na, da freue ich mich auch. Ja, hier würde ich gern länger verweilen. Hier würde ich gern bleiben. Ist ja cool hier im Pikachu-Dorf. Ich muss aber, glaube ich, weiter. Ich muss mal ein bisschen Pokémon-Kämpfe bestreiten. Auch das mag mich auch. Muss ein paar Pokémon-Kämpfe bestreiten und ein bisschen weiterkommen in der Story. Oh, süß. Pikachu sind so süß. Pikachu sind so putzig. Ich will eins. Gib mir ein Pikachu. Ich will eins mitnehmen. Ich will eins mitnehmen. Darf mir eins nehmen? Darf mir eins greifen? Darf ich? Pikachu-Quiz? Lieber nicht. Ich will ein Pikachu haben. Muss das Pikachu-Quiz mit 5 Fragen richtig beantworten und kriege ich dann ein Pikachu oder was? 5 Fragen. Okay. An diese Antwort habe ich jetzt nicht gedacht. Die richtige Antwort ist Schweif. Ja. Richtig so. Seine Elektrizität speichert er in den Backentaschen. Ja, da habe ich das schon richtig geraten. Frage Nummer 3 ist selbstverständlich mit einem Donnerstein. Frage Nummer 4. Schlimmes Pikachu ist... Muss man nachlesen, habe ich ja die Komplettlösung. Ja, muss man mal ein bisschen schummeln. Seine Farbe ist dunkler. Und die letzte Quizfrage. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, aber ist es tatsächlich Professor Lind? Professor Eich? Irgendwie nicht, warum auch immer. Aber Professor Lind ist wohl angeblich der Pikachu-Entdecker. Naja. So, damit wäre das Quiz schon beendet. Ergebnisverkündigung. 5 von 5 Fragen richtig beantwortet. Ja? Hab ich alles gewusst. Alles richtig. Mein lieber Scholli, du bist ja geradezu eine wandelnde Pikachu-Enzyklopädie. Das ist die Belohnung dafür, dass du erst mal alle Fragen richtig beantwortet hast. Ein Pikachu. Du erhältst das Pikachu-Shirt und die Pikachu-Pappe. Nice. Klamotten zum Tragen. Versuch dich ruhig mal wieder an einem Pikachu-Quiz. Cool. Pikachu-Fan. Merch. Na, wenn das wirklich so ist, dann müssen wir das nochmal anprobieren. Auf zurück in die City. Aber erstmal gegen ein paar Trainer kämpfen hier. Vorausgesetzt, die wollen kämpfen. Oder wir gehen uns erstmal was anziehen hier. Pikachu-Merch anziehen und dann geht's weiter. Okay. Kämpfen gegen den hier. Haben wir's erledigt. Sobald sich unsere Blicke treffen, bin ich zur Stelle. Dafür musst du nicht mal klingeln. Ein Page. Wir befinden sich immer weit ab vom Hotel. Hotelpage George fordert dich raus mit einem Pokémon. Na, was hast du? Imantis. Okay. Na dann. Imantis gegen Isibelle. Letztes Mal Schmarotzereien. Und hat den Kampf hoffentlich gleich mal bestanden. Und da Schmarotzer hoffentlich viel bringt. Nein, bringt gar nicht so viel. Doch, bringt irgendwie schon was, aber ja, nichts Ausreichendes. Oh, sie wurde besiegt. Ist mein Team schwach oder was? Müssen wir mal trainieren hier. Im hohen Gras. Heute noch ein bisschen Training. Wir waren nämlich gerade Sturm. Machen wir hier. Wir gucken an die Kämpfe und dann kommen wir mit dem Training auch zurecht. Mogellieb. Wie ist denn damit?
Zack. So, oha. Da hatte ich aber mehr erwartet. Bis. Mauzi, bis. Beiß ist tot. Dankeschön. So macht man das, Mauzi. Danke dafür. Level 14 für Lea. Nice. Kratzfurie. Natürlich. Wie wär's mit Kratzer? Das kann man auch vergessen. Wenn man Kratzfurie hat. Nice. So, Georgia besiegt. Und weiter geht's. Das heißt, zurück geht's. So, ab zur Boutique. Da will ich mal meinen Pikachu-Cup anziehen. Mal schauen, wie es aussieht. Ziehen wir uns das an. Ziehen wir uns das rein, wie es ausschaut. Aber unbedingt. Naja, komm, das Pikachu-Shirt ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ja, das Gelbe. Versteht ihr? Wutwitz. Aber so die Kappe, ja, die würde ich behalten. Ja, die ist nice. Haben wir jetzt endlich wieder eine Mütze auf. Mandela-Effekt confirmed. Ja, so. Dann geht's mal weiter mit der Pikachu-Kappe. Sieht doch nice aus. Als Pikachu-Fan muss man eine Pikachu-Kappe tragen. Du hier. Was mit dir? Sich schlängelnde Wege bergen oft geheime Orte, die man nur allzu leicht übersieht. Sie kämpft nicht. Okay. Und du hier? Ja, du kämpfst mit uns. Du kannst mich den Sammler nennen. Warum? Weil ich gern Pokémon sammle. Und ein neuer Trainer. Ein neuer Kampf. Gegen den Pokémon-Sammler Toa. Mit zwei Pokémon. Herr damit. Zeig ich mir deine Pokémon. In Mamfaxo. Ein Izzy. Beide gegeneinander. Auf geht's. Schmarotzer. Schmarotzer ist immer noch die stärkste Attacke von Izzy. Hau rinne. Joa. Okay, ja. Kann man akzeptieren. Gerade so. Ein Igler. Und das nicht ein Igler war. Ja, klar war das ein Igler. So, und noch einmal Schmarotzer. Wird bestimmt nicht ganz reichen, aber... Ja. Und so eine Attacke. Die bringt nicht viel. So, versuchen wir mal Schnabel. Es wie Schnabel. Oha, das bringt erstaunlich wenig. Schade, schade. Dann, wie wäre es mit Psywelle? Habe ich noch nicht ausprobiert, oder? Bats. Ja, okay. Kann man machen. Noch ein Pokémon. Her damit. Ist sie wohl auch noch nicht geschadet. Noch kein einziges KP abgezogen. Invertigo. Okay. Was ist das? Was ist das für eine Attacke? Nee. Lass mal lieber. Lass bleiben. Vergessen. Nein, nichts vergessen. Invertigo vergessen. Nicht erlernen. So. Hoodie erreicht Level 18. Kindwurm. Herr mit dem Kind. Herr mit dem Bengel hier. Das wird hier ordentlich verdroschen. Nein, keine Gewalt gegenüber Kindern. Nein, bloß nicht. Gegenüber Kindwürmern kann man das machen. Aber nicht gegenüber Kindern. Schön immer. Schön immer friedlich bleiben. Schön immer. Auf Grund und Boden bleiben, hier nicht überheblich werden und kleine Kinder schlagen. Nein, 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 nein. Och, du nicht, Izzy. Auch Pokémon dürfen das nicht. So. Haben wir dein Kindwurm geschlagen. Ach, jetzt habe ich meine Sammlung wohl um eine Niederlage engelst. Zwangfliege und 448 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Pokésammler hervor. Jo, zum nächsten Kampf. Hast du schon gegen uns gekämpft? Hast du? Der ist doch wohl irgendwie blind. Stand doch schon vor ihm. Bitte aus meinem inneren Ziel lasse ich meine Apps entscheiden. Apps? Welche Apps hast du denn? Was hast du denn für eine App auf deinem Handy? Odawa Shinji fordert dich heraus. Ah, okay, er macht hier Urlaub. Er macht gar keine Inselwanderschaft. Er macht nur einen kleinen Spaziergang durch den Wald. Und eigentlich dort hinten im Hotel. Und in Wirklichkeit macht er hier noch ein kleines Spaziergängchen.
Biss sitzt ratzfatz rein. Ein, nicht rein. Und ich besiege es noch nicht. Mit Schmarotzer. Schnabel soll auch effektiv sein, also hau drauf. Hau rinne. Zack, bevor es uns besiegt, besiegen wir es. Das ratzfatz. So, hat es noch ein Pokémon? Hat es der Kämpfer? Oh nein, er wurde besiegt. Ratzfatz wurde besiegt. Und wir empfohlen. Ich kann den Text nicht lesen. Ich kann den Text nicht richtig vorlesen. Bin so konzentriert auf mein Handy. Ja, wo man die Texte von den Pokémon-Trainer vermasselt. Nächster Kampf. Du wirst kämpfen. Die ist auch wieder blind. Nickt mich erst nach 2 Minuten. Stehe schon direkt an ihr. Ich berühre sie schon. Ich tippe sie schon an. Hallo, hier. Trainer, kämpfen. Ich nerv die schon, steht direkt neben ihr und sie. Ja, halt ihr hier wieder ihr Handy. Das ist, sie guckt nur auf ihr Handy. Ich stehe schon neben ihr, ich schlag ihr schon ins Gesicht und sie halt so. Ich so, und sie so, was ist das für eine App? Die tut aber ganz schön weh. Mauzi! Vielleicht gibt's Mauzi gegen Mauzi oder was? Sie ist nämlich fast besiegt. Schaut so aus, als ob es gleich Mauzi gegen Mauzi gibt. Muggelhieb. Jo. Das ist der Fall. Lea versus Mauzi. Na dann. Das wird ein guter Kampf. Hoffe ich. So. Z-Kraft. Aktiviert. Heilipong. Sprintangriff. So. Heuler wird dir nichts helfen. So. Lea macht das Mauzi kalt. Ja, ich mit meiner Pokémon-Kappe. Ja. Attacke! Volle Power! Aktivieren! Und der nimmt alle ihre Kräfte zusammen und setzt Hyper-Sprint-Angriff ein! Hyper-Sprint-Angriff! Batz! Ich sagte Batz! Das dauert ziemlich lang hier. Uha! Und zieht leider viel zu wenig ab. Oh, Kacke! Aber ein Biss und Mogelhieb und Kratzfurie soll ja auch noch effektiv sein. Also, wie wäre es damit? Ja. Mozis sind ja auch schon irgendwie süß. Also, kann man auch mit denen kämpfen. Und Pikachu ist Pikachu will ich wieder haben. Hatte ich zwar im letzten Spiel im Team, aber ja. Muss halt sein, ist halt Pokémon. Pokémon Pikachu, wenn du auf der Straße gehst, wie schon gesagt. Wenn jemanden sagst, Pokémon, sagt er die Pikachu. Das ist halt das Pokémon. Also her damit. Gehört mindestens Team. Schlägt wahrscheinlich dann auch wieder darauf hinaus, dass wir wieder Mikma-Pikachu Kombinationsteam haben. Und war gut schon in Pokémon Sonne. Habe ich gern gemacht. Hat Sinn ergeben. Das Pikachu Mimikma-Team zu haben. Die waren ja auch verheiratet in der Wetlock-Version. Na komm, Mauzi! Mach's alle! Beiß es zu Tode. Ich weiß, das ist ziemlich zäh hier bei dir. Aber komm, du kriegst das hin. Du bist meine Lea, du bist mein Maskottchen. Hau rinne! Zack! So, Dankeschön! Nice! Immer wieder nice mit Lea zu kämpfen. Urlauberin Melodie besiegt. Selbst im Kampf fühle ich mich völlig verloren. Suche nach einem Weg zum Sieg, finde aber keinen. Ja, so viel dazu. Haben wir mal wieder Trainer besiegt. Zu Terror-Orb. Und durchs hohe Gras. Und ein wildes Pokémon. Was wird das wohl? Ein Pepek. Fangen wir es uns. Ich bin unentschlossen, ich bin mir nicht sicher. Pepek oder nicht Pepek. Ja, fang's mir. Hol es mir endlich mal. Wir brauchen ein viertes Pokémon im Team und ja, komm. Kann sich doch nur lohnen. Ich habe mir die Weiterentwicklung angeguckt. Die sehen auch vielversprechend aus, also ja damit. Es kommt keine Unterstützung. Pech gehabt, dann muss ich ja wohl mal meinen Pokéball rausholen und ich nehme gleich einen Superball hier. Hauen wir rein. Superball. Zack.
Na komm. Eins. Zwei. Drei. Perfekt gefangen. Nice. Haben wir jetzt endlich ein Perfekt im Team. Wie nennen wir das? Ist ein Männchen. Jo. Zwei Weiterentwicklungen hat's. Die sehen auch nicht gerade schlecht aus. Also. Machen wir. Nehmen wir. Er ist jetzt einfach Steve. Steve! Alan! Alan! Steve! Schönes Comic dazu. Tipps für Trainer. Müssen wir uns nicht durchlesen. Ein schönes Meme gibt's dafür. Mit diesen Tieren, diesen Erdmännchen, die rumschreien, die dann so. Steve! Steve! Und wie war das ja? Steve kam da auch mit vor. Ja, da ist schon die Ohana Farm. Und so, hier ist noch ein Trainer oder was? Ja, den bekämpfen wir hier noch, den Koch. Wenn du an Captain Maro vorbei willst, musst du deine Pokémon noch etwas trainieren. Da hat er recht. Irgendwo hat er. Das ist wirklich noch ein bisschen vonnöten. So, ein wildes Pokémon, das ich im letzten Pokémon-Sonne-Spiel, im letzten Let's Play von Pokémon im Team hatte. Wommel. Ja, ich erinnere mich wieder dran. Ich hatte einen Wommel im Team. Silberhoch. Das heißt, wir hätten das andere Pokémon in den Dingenshöhlen fangen können. Steve, kannst du gleich mal eingesetzt werden, kannst du gleich mal kämpfen, zeigen, was du drauf hast. Du bist zwar schon ein bisschen besiegt, aber Schnabel soll ja was bringen. Feenbrise. Holla. Das ist eine Attacke. Feenbrise. Perfekt besiegt. Hoodie. Da kommst du mal wieder an einen Satz. Schon lange nicht mehr gewesen. Hast dich schon entwickelt. So, jetzt einmal Schnabel einsetzen. Das scheint sehr effektiv zu sein. Silberhauch ist aber auch sehr, sehr effektiv. Wie es ausschaut. So, Schnabel. Bats. Okay, das zieht ordentlich was ab. Wummel kann sich selbst wieder heilen, aber nur begrenzt. Nur in begrenztem Maße. Und Heilböen soll auch effektiv sein, also versuchen wir das mal. So. Ja, das schadet mir nicht viel. Im Unheilböen hier. Zack. So, Wummel besiegt, Koch besiegt. Heute gibt es kein Mittagessen. Ja, der Koch wird uns so schnell nichts. Ja. Ist leider so, man den Koch verärgert. Ja, kann man auf das Essen mal verzichten. Muss man aufs Essen verzichten. Ein paar Beeren, die können wir ja essen zum Mittag. Wikibeere. Pfirsichbeere. Ja, und im nächsten Part geht es hier weiter in Ohana City, in dem Dorf dort. Auf der Farm. Na dann, haut ihr rinne. Dürfte mich noch umsonst euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und gehabt euch wohl bis zum nächsten Part. Der kommt bald. Bis dahin. Angenehm, fasst die Zeit euch und ja, wie schon gesagt, haut drinne. Bis dann. Ciao, ciao.